Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary. Ja, beim letzten Mal hatten wir einen unglaublich anstrengenden Kampf gegen Will. Also, Hüter extrem stark. Hüterkämpfe sind nicht zu unterschätzen. Ich habe den wirklich gerade so gewonnen. Das hätte auch anders ausgehen können. Multiregeneration. Hätte gerne diese Massenheilung. Der Schild ist nicht so nützlich. Blasenexplosion brauche ich jetzt nicht. Jeder Treffer hat eine Chance, Rüstungsbruch zu machen. Das klingt gut. Dass ich diesen Kampf noch gewonnen hatte, das war pures Glück. Das hätte auch anders ausgehen können. Ich habe nur gewonnen, weil ich zigtausend Phönix-Tränen hatte. Sonst hätte ich niemals gewonnen. Ja, jetzt müsste ich durch dürfen. Wir sind im Festungsdungeon. Ein neues Gebiet. Mit neuen Monstern. Knisterritter. Der ist gegen Wasserschwach. Okay. Sunny wieder dabei. Ich habe gerade keinen Wassertypen bei mir. Obwohl doch, Dave habe ich bei mir. Dave und Cypher nehme ich jetzt mal dazu. Ich mache mal kurz einen Ruhm drauf. Damit Kret besser ist. Okay, mit dem Feuerball kann ich hier dem Grummi gut Schaden machen. Und den kann ich den Rüstungsbruch anhängen. Der macht den Schild. Blitzschlag. Und Blitzhieb. Ich helfe mal hier mit. Erstmal den Heiler auszuschalten. So, Rüstungsbruch noch da oben drauf. Der macht das nämlich deutlich mehr Schaden. Zack. Der heilt sich selber mit einem Feuerball, ist er tot. Ich könnte sogar noch hier auf Nummer sicher gehen. Und ihn eben kurz noch vorschwächen. Der müsste drauf gehen. Ja. So, dem anderen würde ich gern auch eigentlich noch Rüstungsbruch drauf tun. Na komm, damit haben wir beide Rüstungsbruch. Cypher kann ich eh austauschen. Gegen Sven. Sven bringt mir jetzt mehr als Cypher. So, Eishagel. Lässt sich Rüstungsbruch eigentlich stacken? Nein. Ich nutze als allererstes Kraft. Ich habe Sven hauptsächlich jetzt zum Combo hochhauen. Schleimschuss müsste ausreichen, dass ich ihn jetzt umbringen kann. Ich
könnte ihn sogar mit Krallen umbringen. Okay, erst einmal Eishagel. Obwohl, ich Idiot, erstmal eigentlich Federsturm. Die Kombo hoch zu jubeln. Einfach um ihn noch Gift drauf zu packen. Gift lässt sich immer stacken, das ist das Schöne daran. Und tschüss. Und wir haben direkt ein Knisterritterei. Wir haben ihn ausgebrütet. Hier, komm. Dich sehe ich so häufig in den Kommentaren. Ist es an der Zeit, dass wir einen Psycho unserer Truppe haben. So, Skills. Natürlich erstmal hier alle Fähigkeiten erlernen, die er benutzen kann. Sicherheit. Sicherheit Level 2. Beschützer ist eine gute Fähigkeit. Was macht Schock? Mega praktisch. Sind das Windangriffe? Das sind Windangriffe. Hier auch noch die Schockfähigkeit. Der ist eigentlich mega gut. Warum habt ihr eigentlich Ausrüstung? Alle inaktiven Monster die Ausrüstung einfach wegnehmen. Ich kann die Ausrüstung zufügen, wenn ich die benutze. Du bist eigentlich der perfekte Tank. Aber wen tausche ich für dich aus? Ganz ehrlich, Zeno hat mir so gut wie gar nichts gebracht beim letzten Kampf. Der hat wirklich die ganze Zeit nur hier die tot waren hochgeheilt. Oh, ein Hüter. Hey, Shining, ich wusste, dass ich Schritte gehört habe. Sieht aus, als wärst du jetzt Hüternovizin. Na, toll. Dir ist hoffentlich klar, dass es in der Verantwortung eines Monsterhüters liegt, sich um die Zuflucht und all die Monster zu kümmern, ja? Ich wette, du hast... Das hast du schon oft genug zu hören bekommen. Die laden uns immer das Schicksal der gesamten Zuflucht auf die Schulter. Entschuldigung, dass ich jetzt erst den Akzent mache. Weil wir die Spektralhüter sind. Wie auch immer. Wenn du Zeit hast, solltest du dich zum Altwald begeben. Die Goblin-Stämme begehren auf. Und es gibt Gerüchte, dass ein neuer Goblin-König die Stämme um sich schart. Etwas ist seit beinahe 100 Jahren nicht mehr geschehen. Damals war es meine Urgroßmutter, die den Goblin-König zurückgeschlagen hat. Ich möchte also herausfinden, ob ich hier im Erbe gerecht werden und gleichzeitig meinen Rang verbessern und die Zuflucht retten kann. Es kann nicht schaden, einen weiteren Spektralhüter bei sich zu haben, um eine Schneise in die Goblin-Horden zu schlagen. Dorthin bin ich also auf dem Weg, östlich von hier in den Festungssaschen, ein paar Räume weiter, wir sehen uns. Okay. Nächstes Mal mache ich eine bessere Stimme, keine Sorge. Wenn wir da östlich weiter müssten, dann will ich erstmal hier erkunden. Hi. Ich weiß nicht, ob du stark bist. Ja. Ich dachte, ich kann jetzt jeden herausfordern, der mir vor die Linse kommt. Ach, was kann der Ritter eigentlich? Wahrscheinlich schneiden, ne? Er kann Blitzops machen! Mit ihm kann ich hier diese Blitzschalter aktivieren. Und er kann Fackeln anzünden. Irgendwo hier muss doch ein Schalter sein. Ich habe jetzt nicht sehen können, was ich erhalten habe. Dafür habe ich es zu schnell weggedrückt.
Wie komme ich denn an die Kiste ran? Willst du mir das erklären? Also wahrscheinlich darüber. So, jetzt komme ich hier auch an die Kiste ran. Ich habe einen Kristallsplitter bekommen. Ich müsste eigentlich nochmal in die blauen Höhen zurück, weil da war was mit Blitzschaltern. Aber das kann ich auch ein andermal machen. So, hier unten Mais. Ach, hier, futtern. Ah, ich habe Trauben offenbar gerade eben gefunden. Weil ich hatte die gerade eben definitiv nicht. Oh, hier wird's dunkel. Ich bin zu unfähig zum Springen. Merke ich mal wieder. Ich muss das mit dem hier machen. Massentrank, halt alle um 800. Also der ultimative Trank. Was ist denn das für ein Cthulhu-Vieh? Der heißt sogar so ähnlich. Oh, guck mal, hier kann ich Windtrick einfach verwenden. Komm, dann können wir Psycho direkt austesten. Erstmal Sicherheit für alle. Ich könnte noch Ruhm draufpacken. So, den Säureregen. Ich glaube, ich habe den falschen Charakter hier genommen. Na gut, dann packe ich mir noch ein Schild drauf. Den will ich eh wechseln. Ist so nice, der hat direkt Schock gekriegt. Ich hätte Cypher nehmen müssen. Was macht Barriere eigentlich? 20 weniger Schaden. Ey, das ist halt wirklich ein Tank, ne? Oh, hier kann ich auch noch Bluten draufpacken. In der Tango braucht auch eben kurz Sicherheit. Die Panne geht auf meine Schultern. So, dann mache ich einen Zusatztreffer. Als würde man in eine Wunde reinstechen. Was war das denn? Okay, Blitzhieb auf ihn. Die Krallen hier drauf. Und Flammenschlag. Feuerball. Dieser Schleimschuss, der ist so ekelhaft. Einmal Krallen drauf. Ich mach gleich Feuer im Flammenschlag. So. Zack. Flammenschlag. Dürfte alle drei. Einen bin ich los. Ich müsste Sunny mal eben kurz heilen. Ah, tut das gut.
Stimmt, ich habe ja noch mehr Fähigkeiten. Blitzschlag, komm. Ich gehe jetzt erstmal auf den, der ist heftiger. Vor allem macht er die ganze Zeit den Säureregen. Einmal krallen. Ich hatte gehofft, ihn one-hitten zu können. Dann halt so. Bitte greif jetzt nicht den Ritter an. Gut, weil den Ritter... Den muss ich, glaube ich, ehrlich gesagt sogar auswechseln. Krallen! Und den Feuerball direkt hinterher. Also der Tank, der macht seinen Job auch wirklich gut. Der tankt richtig gut. Aber der macht nicht so viel Schaden. Ja, der Kampf, der war eine einzige Pleite. Ich kann den Federsturm aufwerten. Sunny, was gebe ich dir? Nochmal krallen? Na komm, die Krallen. Die sind mein stärkster Angriff. Dem Flammenschlag, der trifft ja alle Gegner. Den würde ich schon gerne aufwerten. Aber hier mache ich, dass alle Feuerangriffe mehr Schaden machen. So, ich will jetzt noch gucken. Hier links. Das kann man doch bestimmt wegschlagen. Ich würde halt gern gucken, ob hier noch was ist. Aber der Festungsdungeon, der ist ja richtig dunkel. Da ist wieder so ein Cthulhu-Vieh. Ich würde sagen, wir machen hier einfach für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.